Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution Video. Und heute ist ja das neue Update 1.9 rausgekommen und damit der kostenlose neue Dinosaurier, der Nasutoceratops, den sehen wir hier gerade schon. Und wir haben ihn hier gerade schon angeguckt, alle Skins und sowas. Aber ich möchte jetzt nochmal auf jeden Fall testen, wie denn sich der Nasutoceratops im Kampf so schlägt. Ob er neue Animationen bekommen hat, ob er die Animation vom Triceratops zum Beispiel verwendet. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das werden wir gleich hier machen. Ich habe hier hinten mal so eine kleine Arena auf jeden Fall errichtet und da landen schon gerade einmal ein Nasutoceratops und ein Ceratosaurus. Ich denke mal, der Ceratosaurus sollte ein guter erster Gegner sein, weil der ist relativ schwach. Der ist auch unmodifiziert und der Nasutoceratops, der ist auf jeden Fall komplett modifiziert. Aber ich kann euch nochmal irgendwas zeigen, bevor wir anfangen mit dem Kampf. Tatsächlich ist der Nasutoceratops sehr, sehr schwach und hat auch keine guten Modifikationen. Wenn ihr mal schaut, der hat Angriff von 42 und Verteidigung von 24 als Grundwert. Das ist schon wirklich, wirklich schwach. Wir gucken mal eben den Grundwert hier vom Triceratops im Vergleich an. Ich mache mal alle Mods weg. Der Triceratops hingegen hat 60-30, also der schon deutlich, deutlich stärker. Ich weiß gar nicht, vielleicht sollten wir den mal mit dem Torosaurus vergleichen. Das ist ja so ein bisschen der kleine Triceratops. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Haben wir den denn? Der ist hier nicht modifiziert. Der Toro ist auf jeden Fall auch stärker als der Nasutoceratops. Also scheint hier wirklich einer der schwächsten Ceratopse zu sein. Mal gucken, ob es überhaupt gegen den Cerato gleich schaffen wird. Da bin ich sehr gespannt. Man kann nämlich hier nicht viel vornehmen. Also hier sind halt nur die Skins. Dann kann man hier den Angriff ein bisschen boosten. Ich habe halt immer das Beste gerade genommen bei dem, den wir jetzt in der Arena haben. Jetzt sind wir bei 63. Guck mal, jetzt mit der Modifikation ist er fast so gut wie der Triceratops normal. Dann können wir hier nochmal die Verteidigung ein bisschen boosten. Kriegen wir das Ganze auf 77, ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, es ist auch das Beste. Jo, 77. Oh, jetzt bin ich rausgegangen, Entschuldigung. Ja, ansonsten hier können wir nur Habitat, das ist uninteressant. Hier können wir Stress, ist auch uninteressant. Hier sozial, auch uninteressant. Das heißt, wir können nur hier hinten nochmal Verteidigung machen. Und bekommen somit den Nasutoceratops maximal auf einen Angriff von 91 und eine Verteidigung von 52. Das ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht richtig krass gut. Also ich weiß nicht, ob es für die meisten Fleischfresser ausreichen wird. Könnt ihr mal eben gucken, was der Cerato als Werte hat. Der hat standardmäßig 85 und 28. Also der ist schon fast genauso gut wie der Nasutoceratops. Ich glaube, das könnte schon ein sehr knapper Kampf werden. Und ich glaube, gegen so einen Allosaurus zum Beispiel hätte er gar keine Chance. Der hat nämlich einen Angriff von 107 und eine Verteidigung von 33. Aber das werden wir jetzt alles in diesem Video testen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an hier. Ohne große Umschweife. Wir schalten hier das Ganze auf Dinosaurier-Kampfhäufigkeit auf Maximum. Und das hier auf 1. Und dann beobachten wir mal den Kampf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen mal erstmal hier in diese Perspektive und verfolgen mal den Nasutoceratops. Ich habe den soweit auch von den Werten so gut geboostet, wie es geht. Ach nee, ich habe es gar nicht so gut geboostet. Gerade hatte ich es besser, oder? Angriffsgene 84, Verteidigungsgene 66. Okay, ich habe vorhin, also bei diesem hier wohl nicht die besten Gene für den Angriff ausgewählt, aber das wird hoffentlich reichen für den Ceratosaurus. Ich hoffe es einfach mal, weil ich würde gerne die Animation sehen. Ob er die gleiche wie der Triceratops hat oder ob der eine eigene Animation hat. Das wäre sehr, sehr interessant. Werden wir jetzt herausfinden, hoffentlich. Er geht auf jeden Fall schon mal in Kampfstellung und wippt so ein bisschen mit dem Kopf. Sieht sehr, sehr cool aus. Wie so ein Stier macht er, ne? Seht ihr das? Mit dem Kopf. Sehr nice aus. Und mit dem Schweif wackelt auch so ein bisschen. Und er stößt zu. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders als die normale Stoßattacke von dem Triceratops. Wurde jetzt hier auch gebissen, aber nur am Horn eigentlich. Läuft jetzt so ein bisschen schräg. Wie er läuft, voll süß. So ganz kleine, wie so ein richtig schwerfälliger. Und der stößt dann nochmal zu. Also das ist definitiv eine andere Animation. Der geht auch anders zurück. Und er besiegt hier locker den Ceratosaurus. Also nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Er nimmt richtig Anlauf und... Boah. Den hat er richtig weggeklatscht. Okay, das ist eine coole neue Animation. Die müssen wir uns nochmal am besten in Zeitlupe angucken. So Leute, da sind wir in der Zeitlupe angekommen. Die beiden haben sich schon einmal jeweils getroffen. Also sind beide verletzt. Der Cerato ist schon blutüberströmt. Und ich finde echt cool, dass er die Hörner so richtig nach vorne hat, wie so ein Stier. Und dass er sich auch von der Körperhaltung und vom Movement, sag ich mal, von der Bewegung her, auch so ein bisschen wie ein Stier verhält. Finde ich mega, mega nice. Bin jetzt gleich mal gespannt, wie es aussieht, wenn er zuschlägt. Jetzt nimmt er Anlauf und zack,
rammt voll mit dem Kopf gegen den Kopf von dem Cerato. Also das tut wirklich weh. Ich glaube, der sollte jetzt hier schon... ich spule nochmal ganz kurz vor ein Stück. So, jetzt ist nämlich der Kopf unten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie er hier Anlauf nimmt, wie ein Stier. Und den Ceratosaurus hier besiegt. Na, cooler neuer Dinosaurier. Jetzt nimmt er Anlauf. Er geht richtig nochmal ein Stück zurück. Seht ihr das? Und die Füße hoch und nimmt Anlauf und mit einem gewaltigen Treffer an den Kopf schaltet er hier den Ceratosaurus aus. Also mega, mega nice. Richtig coole neue Animation. Gefällt mir. Ich habe halt nur das Befürchten, dass er sehr, sehr schwach ist. Wir werden das Ganze, denke ich mal, jetzt nochmal gegen einen etwas größeren Fleischfresser ausprobieren, ob er da dann auch eine Chance hat. So, Leute. Diesmal warten zwei Nasutoceratopse hier und bekommen wir gerade schon einen neuen Feind in die Arena hier gesetzt. Ich hoffe, die greifen sich jetzt nicht an. Sind das Einzelgänger? Oder machen die gerade nur so einen Alpha-Tier-Machtkampf? Ich glaube, das war nur ein Alpha-Tier-Machtkampf. Aber das ist sehr, sehr, sehr cool, ne? Wie er sich immer bewegt und so. Das ist wirklich wie so ein Stier. Ich bin echt gespannt, ob er jetzt hier... Die sind übrigens beide fully modified. Also, die haben die besten Mods, die gehen. So, Leute, ich glaube, wir werden jetzt aber rausfinden, wie stark der Nasutoceratops wirklich ist. Ob er sich hier fully modified gegen einen Allosaurus, der gar keine Mods hat, durchsetzen kann. Da bin ich echt gespannt. Ansonsten haben wir natürlich noch seinen... den zweiten da. Der wird dann hoffentlich die Arbeit vollrichten dann, die der erste nicht geschafft hat. Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass er hier verlieren wird gegen den Allo. Weil er einfach so schlechte Grundwerte hat, der Nasutoceratops. Aber jetzt eine coole Animation. Und er wird jetzt hier auch direkt gebissen. Ich hoffe, er landet hier überhaupt einen Treffer. Wenn nicht, wäre es sehr, sehr bitter. Weil dann wird es der zweite auch nicht schaffen. Ja, er landet einen Treffer. Und der Allosaurus ist auch direkt sehr stark am Bluten. Also er scheint hier gut Schaden zu machen. Nicht schlecht. Sieht auch so cool aus, ne, von den Animationen. Die beiden trennen sich sogar. Okay, vielleicht könnte er es hier sogar schaffen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht. Können wir mal ganz kurz gucken, wie die Lebenssituation aussieht. 37 und 34. Oh, der hat richtig Schaden gemacht. Also nicht schlecht. Der Nasutoceratops scheint hier echt was drauf zu haben. Okay, die beiden machen das taktisch sehr, sehr klug. Jetzt lassen sie den anderen kämpfen. Und ich glaube, der wird jetzt hier den Allosaurus besiegen. Also ich schätze mal. Wir werden es sehen. Der Nasutoceratops scheint auf jeden Fall stärker zu sein, als ich gedacht habe. Sieht schon echt cool aus, ne, die Animation. Wie er sich so bewegt und die Körperhaltung. Und er trifft jetzt hier nochmal. Ich weiß nicht, ob es das jetzt hier schon gewesen ist. Ja, der Kopf ist unten, Leute. Und jetzt gibt es hier gleich einen schönen Tackle. Schaut es euch an. Bam! Oh mein Gott, das ist so nice. Richtig coole Animation. Also er scheint hier wirklich stärker zu sein, als ich gedacht hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob er es alleine geschafft hätte, aber hätte sogar sein können, glaube ich. Also die haben hier auf jeden Fall zu zweit einen Allosaurus-Platt gemacht. Und ich finde, die Animation ist wirklich sehr, sehr cool. Ich finde es nice, dass die nicht einfach die Standardanimation benutzt haben, sondern eine eigene Kill-Animation eingefügt haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Animation findet. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr Jurassic World Evolution Videos sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.